Die Pläne vom NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper, den 2019 erzielten Haushaltsüberschuss von 1,2 Milliarden Euro der allgemeinen Rücklage des Landes zuzuführen, haben bei Kommunen Empörung hervorgerufen. Auch Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link kritisiert das. Laut Link sei es nicht akzeptabel, dass die Landesregierung ihren Haushalt auf Kosten der Kommunen entlasten will. Lienenkämper hatte das Haushaltsplus unter anderem mit Minderausgaben bei den Flüchtlingskosten erklärt. Die Städte in Nordrhein-Westfalen müssen dagegen aufgrund einer vom Land zu niedrig angesetzten Pauschale für anerkannte Flüchtlinge eine massive Deckungslücke in Höhe von 750 Millionen Euro stopfen. Allein Duisburg zahlte im Jahr 2019 fast 20 Millionen Euro aus eigener Tasche. Die SPD und CDU-Fraktionen in Duisburg fordern dringend Verbesserungen beim neuen Nahverkehrsplan. Beide Fraktionen werden einen Antrag einbringen, der die Verwaltung und DVG bittet, Vorschläge für eine Optimierung zu machen. Diese sollen dann der Politik zeitnah zur Entscheidung vorgelegt werden, um möglichst schnell zu Verbesserungen für die Nutzer zu kommen. Der Antrag soll bereits in einer Sondersitzung des Rates am 30. Januar beschlossen werden. SPD und CDU gehen von einer breiten Zustimmung aus. Bereits vor der Einführung des neuen Nahverkehrsplans im Oktober 2019 hagelte es Kritik an der neuen Taktung von Bussen und Bahnen. Viele Stadtteile fühlen sich abgehängt. Laut dem Immobilienportal ImmoWelt sind Mieten in Duisburg in 10 Jahren um 22% gestiegen. Während 2009 im Mittelwert noch 5 Euro Kaltmiete je Quadratmeter bezahlt wurden, müssen Mieter dort heute 6,10 Euro zahlen. Im Vergleich zu anderen Städten bewegen sich die Mieten in Duisburg aktuell auf niedrigem Niveau. Das Immobilienportal hat die Mieten in insgesamt 80 ausgewählten deutschen Großstädten mit über 100.000 Einwohnern verglichen. Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise waren die auf dem Portal inserierten Angebote. Thomas Gerstner bleibt den Zebras treu. Der MSV Duisburg hat den Vertrag mit dem Cheftrainer seines Frauenteams verlängert. Gerstner hat einen Kontrakt bis zum Ende der Spielzeit 2020-2021 mit anschließender Option unterzeichnet. Der 53-jährige frühere Bundes- und Zweitligaprofi hatte die Zebras im Februar 2018 mit 3 Punkten übernommen und noch zum Klassenerhalt geführt. Auch 2018-2019 gelang Rang 9. Aktuell belegt der MSV Rang 11, hat aber zum Start der Frühjahrsserie noch das Nachholspiel gegen den punktgleichen Tabellenzehnten in der Hinterhand. Auf dem Lockport 4 im Duisburger Hafen baut der dänische Logistikkonzern DSV ein großes Distributionszentrum. 56.000 Quadratmeter Hallenfläche und 76 Andocktore sollen hier entstehen. Mehr als 300 Arbeitsplätze sollen dabei im Hafen geschaffen werden. 2021 soll das Zentrum den Betrieb aufnehmen. Duisburg präsentiert sich zum ersten Mal auf der BOE, der internationalen Fachmesse für Eventmarketing in Dortmund. Ziel ist es, Duisburg als Veranstaltungs- und Tagungsort weiter zu positionieren. Mit dabei ist auch Duisburg-Kontor, die sich mit Duisburg Convention auf der Messe präsentieren, einem Netzwerk aus örtlichen Hotels und Dienstleistern. Wir haben ganz bestimmte Locations, die andere Städte so nicht haben und die sehr gut nachgefragt sind. Und wir müssen jetzt auch gucken, dass wir im Tagungs- und Kongressbereich mit den Hoteliers zusammen mehr diese Orte vermarkten und bekannter machen. Und das ist das, was wir jetzt schon merken. Die Leute schauen und sagen, Duisburg? Überraschend. Prima, ihr habt Angebote, das schauen wir uns doch mal an. Auf der diesjährigen BOE-Messe präsentieren sich rund 550 Aussteller aus den Bereichen Eventveranstaltung und Ausstattung. Die Bauarbeiten für die neue Polizeihochschule auf dem Gelände der Duisburger Freiheit können im März beginnen. Das Immobilienunternehmen Aurelis teilte am Dienstag mit, dass die Baugenehmigung für das 70 Millionen Euro teure Projekt erteilt worden sei. An der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung studieren die Nachwuchskräfte von Polizei, Kommunal- und Landesverwaltung sowie der Rentenversicherung des Landes. Auf mehr als 31.000 Quadratmetern soll Platz für 2.000 Studierende sein. 61 Kursräume, eine Bibliothek, eine Kantine und zahlreiche Büros für Dozenten und Verwaltung stehen dafür zur Verfügung.
Geht es nach den Verantwortlichen, soll die Fachhochschule im August 2022 ihren Betrieb aufnehmen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat eine Belohnung von 2000 Euro für sachdienliche Hinweise zu der PKW-Brandserie im Duisburger Norden ausgelobt. Wer Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen kann oder Verdächtige im Zusammenhang mit den Brandstiftungen in der Gördeler Siedlung beobachtet hat, kann sich bei der Duisburger Kripo oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Seit Anfang Dezember beschäftigt das für Brandermittlungen zuständige Kommissariat eine Brandserie. Unbekannte Täter hatten vor allem im Bereich der Gördeler Siedlung mehrere Autos angezündet. Bislang gibt es 7 Fälle und 15 beschädigte PKW. Frühlingshaft schön ging es in Duisburg heute durch den Donnerstag. Ab morgen wird es dann wieder ungemütlicher. Der Freitag zeigt sich überwiegend grau und bedeckt. Die Sonne ist kaum noch zu sehen. Gegen Nachmittag droht dann auch wieder etwas Regen. Die Werte klettern auf maximal 11 Grad. Auch zum Start ins Wochenende bleibt der Himmel wolkenbehangen. Sonne gibt es keine, dafür kann es den ganzen Tag über immer mal wieder leichte Schauer geben. Das Thermometer schafft es auf nur noch bis zu 7 Grad. Der Sonntag macht seinem Namen dann wieder alle Ehre. 5 Sonnenstunden lassen das Wochenende heiter ausklingen. Es bleibt dazu trocken bei Werten von bis zu 7 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Autofahrer aufgepasst! Auch morgen wird natürlich wieder fleißig geblitzt in Duisburg. Die Ordnungshüter kontrollieren unter anderem auf der Fuchsstraße in Wannheimer Ort und auf der Rhein-Preußen-Straße in Hochheide. Außerdem behindern Baustellen den fließenden Verkehr. In Obermeiderich zum Beispiel laufen Straßenbauarbeiten auf der Emmericher Straße im Bereich der Koopmannstraße. Ein Einfahren von der Koopmannstraße auf die Emmericher Straße ist während der Arbeiten nicht möglich. Eine Umleitung über die Straße am Welschenhof ist ausgeschildert. Die Arbeiten dauern an bis Februar 2020. Und in Lahr ist die Wertstraße zwischen Turmstraße und Eligiusstraße beidseitig zur Sackgasse umfunktioniert. Die GEBAG errichtet hier 4 Mehrfamilienhäuser. Umleitungen sind ausgeschildert. Für Fußgänger und Radfahrer gilt diese Baustelle nicht. Ende Juni 2020 sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht eine angenehme und staufreie Fahrt.